Esterhazys Gehör. Die Fabrik war explodiert. Glas und Scheiben ramponiert. Nach dem schrillen, lauten Knall blieb ein tiefer, dumpfer Hall. Voll von Trümmern das Gelände, eingestürzt das Tor, die Wände. Doch im Nachbarhaus am Tisch saß Herr Graf bei Wein und Fisch. Wie ein Pfosten taub war quasi jener Paul von Esterhazy. Mit dem Rücken zum Geschehen war der Schaden nicht zu sehen. Doch man hat ihn einst verprellt und dem Manne unterstellt, dass allmählich in den Ohren ging die Hörfunktion verloren. Prompt am Leben wieder Spaß, hob er an das volle Glas mit gekühltem edlen Wein und rief unbeschwert: Herein! Um mit süffisanten Zügen Frohgemut hinzuzufügen: So, na bitte, wer hat recht? Mein Gehör ist gar nicht schlecht.